Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars Theory. Ich habe den Sith Inquisitor bzw. Sith Hexer. Letzte Folge hatten wir hier auf dem Schiff aufgehört, ein paar Gefährtengespräche gemacht und jetzt wollen wir weiter nach Taris. Da reisen wir auch direkt mal hin. So, da kommt dann noch einmal zum Intercom des Schiffes. Kein Holoterminal mehr. Leckt aber trotzdem wieder ewig lang rum. Sesh, haben eure Forschungen irgendwelche weiteren Informationen über diesen tarisianischen Geist geliefert? Sesh, nicht hier. Ich habe sie zurückgeschlagen. Ich stehe euch zu Diensten. Die alte Dame ist selten da, wenn wir sie brauchen. Sie ist eine Pest, eine Räuberin meines Fleisches. Bitte, ich brauche Sesh. Haltet den Mund und gib mir Sesh. Schon gut, wir kommen schon klar. Es tut mir leid, aber ich muss mit ihr sprechen. Ich kann euch leider nicht gehorchen, Gebieter. Ich werde meine Identität nicht so eindringlich nicht übergeben. Das war eine Bitte. Keine Bitte. Naja, egal. Überlegt nochmal, ihn schocken. Nee, zu Gefährten sind wir nett, das habe ich ja gesagt. Das haben wir ja abgemacht. Ihr habt mir zu gehorchen, Monster. Gehorcht! Es steht immer in meiner Macht, mich euch zu widersetzen. Aber ich werde mich hier erinnern. Es ist angenehm, wieder meine Fähigkeiten nutzen zu können. Du hast ja keine Ahnung, wie beunruhigend es ist, in den hintersten Winkel seines eigenen Bewusstseins gedrängt zu werden. Aber du hast mich sicher nicht gerufen, weil du meine Gesellschaft vermisst hast. Was ist dein Begehr? Erzähl mir von dem Geist. Wir sind auf Taris angekommen. Euer Diener auf Taris. Konntet ihr weitere Informationen über den tarisianischen Geist finden? Ah, ja. Ich konnte ein paar zusätzliche Informationen finden, ehe ich die Orientierung verlor. Anscheinend war der Geist, hinter dem du her bist, einst ein Sith aus Darth Malaks Invasionstruppe, die Taris vor ein paar hundert Jahren zerstört hat. Der Geist war einer der Sith, die während des letzten Bombardements aus dem einen oder anderen Grund hier zum Sterben zurückgelassen wurden. Wir sind manchmal alle Kriegslüstern. Ist das alles? Alle Sith wurden also ermordet. Das ist schlecht für unseren Ruf. Wisst ihr sonst noch was? Elias Mallis im imperialen Stützpunkt kann dir mehr erzählen. Wenn er seine Manieren vergisst, erinnere ihn daran, dass du meinen Platz eingenommen hast. Okay. Sprich mit Elias Mallis. Malisa, keine Ahnung. 5000 XP ausgeruht. In sehr kurzen Zeiten über Nacht ruhig nur 10.000 aus. Ich meine, wird das immer weniger von Minute zu Minute. Wird es jetzt nur, wenn ich eingeloggt bin? Ja, gut, dann auf dem Planeten. So, weiter geht's. Okay, mal ab nach Taris. Orbitalstation. Jetzt hat, glaube ich, auch jeder Planet so eine dämliche Orbitalstation. Ich finde die Dinger ja total unnötig. Also ich mag sie nicht. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von den Orbitalstationen haltet. Ich finde die total bescheuert und dumm und unnötig und ich mag sie einfach nicht. Sagen wir es mal so vorsichtig. Aber unnötig. Auf Rebseite gibt es bei Taris einen Raumhafen, dafür gibt es eigentlich auch bei Mora auf Rebseite keinen Raumhafen. Weil bei Mora und Taris ist auf Rep und Imp-Seite jeweils vertauscht. Also auf Rep-Seite ist man zuerst auf Taris und dann auf Vamora. Darf ich was sehen? Ja, darf ich mal was sehen, bitte? Ich weiß nicht, ob das eigentlich erlaubt ist, den Bildschirm hier rauszunehmen. Weil ich könnte ihn ja theoretisch einfach aus den Spieldaten rausnehmen, dann würde er ja nicht mehr gefunden werden und dadurch könnte er ihn nicht mehr anzeigen. Und das würde auch theoretisch funktionieren, das habe ich mal ausprobiert, aber ob das so erlaubt ist, weiß ich ja nicht, ne? Och komm, jetzt lass mich mal bitte was sehen. Es dauert immer alles ewig hier. So. Die Brell-Ablagerung. Weiter geht's. Dann jetzt mal rein in den Außenposten. Also, Taris ist auf Imp-Seite sehr dunkel, auf Rep-Seite sehr relativ hell. Und ja, ich mag den Planeten eigentlich auch nicht so.
Ja, ich hänge fest. Ich hänge. Hilfe! Ich kann auch nicht springen. Ich kann nichts mehr machen. Geht nicht. Oh. Oh nee, komm. Was ist denn jetzt los hier in dem Spiel? Was verbuggt hier wieder, ey? Ein Scheiß, ey. So, jetzt geht's wieder. Rein da. Mann, lad schneller. Elios Malis. Jetzt mal seht ihr, wie lange es dauert, bis das Laden ist hier? Malis, ihr wurdet hierher geschickt, um Nachforschungen über einen Geist anzustellen. Was habt ihr herausgefunden? Ich bin ein beschäftigter Mann. Ich habe keine Zeit für... Oh, mein Sith Lord. Vergebt mir. Ich habe euch in eurem neuen Gewand nicht erkannt. So edel. Was für eine angenehme Überraschung. Ich hatte besorgniserregende Gerüchte vernommen. Hört nicht auf Gerüchte. Jetzt sage ich verziehen, diesmal. Diesmal. Erzählt mir einfach von dem Geist. Raus mit den Informationen. Jetzt. Ja, der Geist, natürlich. Wollen wir mal sehen. Ich versichere euch, dass ich unermüdlich gearbeitet habe, aber... Die Jedi bewachen die alte Jedi-Enklave sehr streng. Das ist der Ort, an dem der Geist zum ersten Mal erschienen ist, versteht ihr? Was sind das hier für eine komische Punkte hier? Irgendwie sieht das voll scheiße aus. Ich sollte den Jedi zum einen Besuch abstatten. Zum ersten Mal erschienen? Kommt zur Sache. Hoffen wir, dass die Wächter der hellen Seite verhandlungsbereit sind. Mit den Jedi zu verhandeln, könnte im Vergleich mit dem Anblick des Geistes eine Kleinigkeit sein. Der Geist erscheint sporadisch. Nicht einmal die Jedi, welche die Enklave bewachen, können ihn zum Erscheinen bringen. Sie sind dazu übergegangen, einen jungen Padawan einzusetzen, um den Geist durch Blutsbande oder Ähnliches hervorzulocken. Töricht, wenn ihr mich fragt, aber ich bin kein Mann von großer Weisheit. Padawane können manipuliert werden. Warum sollen sie ihn beschwören? Was ist mit dem Binden des Geistes? Ich muss diesen Geist binden. Wie bringe ich ihn dazu zu erscheinen? Padawane sind immer das schwächste Glied. Jung, ehrgeizig, naiv. Wenn ihr diesen Padawan, ihr Name ist Ashara Savros, dazu bringen könnt, euch zu helfen, könntet ihr sowohl den Geist als auch eine neue Schülerin gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein beeinflussbarer junger Padawan eurem besonderen Charme widerstehen kann. Und so könntet ihr es euch ersparen, gegen eine kleine Jedi-Armee zu kämpfen. Ich muss ihre Schwächen kennen. Guter Vorschlag. Wenn es sein muss... Ich kann sie nicht beeinflussen, ehe ich nicht weiß, durch was sie sich verlocken lässt. Ihr könntet das Jedi-Trainingsgelände beim Wasserfall aufsuchen. Es ist nun verlassen. Gefährlich. Die Datenrekorder dort enthalten vielleicht gewisse nützliche Informationen über ihre Persönlichkeit. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, so viel wie möglich über ihre Jedi-Meister zu erfahren. Okay. Was sind da für eine ekelhaften Punkte da? Liegt das in der Anpassung oder woran liegt das jetzt? Hä? Oder ist das jetzt einfach irgendwie verbuggt? Warte mal, scheiße. Wie kriegt das denn jetzt weg? Jetzt macht keinen Sinn, oder? Was sind das für ekelhaften Punkte? Das jetzt mal so machen? Das sind schon wieder so ekelhaften Punkte. Hä? Na, jetzt geht's. Jetzt ist es auf einmal richtig. Wie auch immer ich das geschafft habe. Wie auch immer ich das jetzt gerade geschafft habe, aber jetzt geht's auf einmal. So, jetzt setzen wir Wachs hier in dem Spiel. Aber da war doch eigentlich, der Kopf ist doch rot, der kann doch gar nichts Weißes durchschauen. Und ich habe da auch keine weißen Haare. Oder weiße... Können es vielleicht auch die Hörner sein, keine Ahnung. Ups.
So, wo müssen wir hin? Karte, die backt mal wieder schön rum und lässt sich gar nicht öffnen. Ich sagte, wo müssen wir hin? Da unten. Muss ich da hinfahren oder? Oder kann ich da hinlaufen oder muss ich da hinfahren? Mal gucken. Oh, wo ist denn jetzt der Taxi-Droide hin? Ey, was ist denn heute los mit dem Spiel hier? Warum lädt denn das alles so langsam? Ich habe 16 GB Arbeitsspeicher und trotzdem hängt das Spiel so was von stark rum. Was ist denn heute los mit dem Spiel? So, na endlich. Hat ja ewig gedauert. So, macht das Sinn, da halt zu fahren? Nee, glaube ich nicht. Reiseroute bestätigt. Das macht keinen Sinn. Dann sind wir daher noch weiter weg, als wir jetzt weg sein können. Ordner hier mal weglegen, der stört mich hier gerade. Oh, diese Karte, ey. Hey, was nu? Oh, ich hing schon wieder in der Kiste fest und kann mich nicht bewegen. Und das war schon wieder diese dämliche Tastatur, die nervt mich auch immer wieder. Immer wieder muss sie rumspacken. Und ich sehe einfach mal gar nichts, gut. Hier sind wir. Irgendwie finde ich immer, dass der Planet auf Rap-Seite immer komplett anders aussieht als auf Imp-Seite. Ich glaube, das kommt immer bloß so vor, glaube ich. Wenn man von Imp-Seite ja woanders startet, als auf der Rap-Seite, beziehungsweise andersrum. Kommt man da runter oder stirbt man da eigentlich? Aber kommt es hier irgendwie echt so vor, als ob das auf der Rap-Seite schwerer ist? Kann sein, dass mir das bloß so vorkommt. So. Oh, Nexo-Führer von Taris haben wir geschafft. Was? 10 Nexus haben wir erst besiegt. Ich habe das Gefühl, dass ich schon. Ich spiele das Spiel schon so lange, habe erst 10 Stück besiegt. Erstmal hole ich wieder Andy. Raus. So, Datenbank. So aus wie ein Datacron, aber ist eine Datenbank. Alter, was lädt denn das heute so lange, ey? Das ist ja furchtbar. Das ist ja ätzend. Das ist ein Penis. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Wisst ihr was? Wenn ihr einen Fels bewegen wollt, sucht euch einen Grubendruiden. Beruhige dich, Ashara. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Versuch es nochmal. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Ich kann es nicht. Auf wie Luke Skywalker auf. Vertraue der Macht. Und selbst die ältesten und stabilsten Mauern werden zerbrechen. Vergesst es. Wenn es wirklich Sith auf Taris gibt, sollten wir sie bekämpfen und nicht herumsitzen und träumen. Nur Geduld, Ashara. Man muss sich von allen Emotionen befreien und den Frieden in sich finden, um durch die Macht zu handeln. Jetzt versuche es erneut. Okay, war das jetzt eigentlich gespeichert oder war das jetzt live? Gute Frage eigentlich. Also Datenbank heißt ja eigentlich mal, dass es gespeichert ist. Aber Leute, dass sie jetzt ja das Live-Bild da gezeigt hatten gerade. Ja, kommt ein bisschen jetzt gerade der Bezweiflung auf. Ob es jetzt live ist oder ob das jetzt nicht live ist. Livestream. Holo-Stream. Holo-Livestream, ja genau. Live Holo. Holo Live. Holo the Live. Okay, ich lass rein. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, Gegner zu umfahren, dann tue ich das auch. Wenn man schlau auf der Autobahn umfahren kann, dann tut ihr das ja auch. Normalerweise. Und wenn man lange Gespräche, die ewig lange Daten umgehen kann, würde ich das gerne auch tun.
Alter, hat das gerade gesehen, gerade eben, dass die Feuerstelle dann erst gespawnt. Dass die Feuerstelle jetzt war. Der Kodex der Jedi besagt, es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Kann mir jemand erklären, was das bedeutet, Ashara? Es bedeutet, dass ein Jedi darauf vorbereitet sein muss, selbst in schwierigen Situationen ruhig denken zu können. Leidenschaft ist ein Werkzeug der dunklen Seite. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es bedeutet auch, dass ein Jedi seine Intuition durch Weisheit ergänzen soll. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Sehr gut, Ashara. Du siehst also, dass diese Zeile des Kodex die früheren Elemente miteinander kombiniert. Ist das jetzt ein Live-Holo oder nicht? Doch, das ist eine Feuerstelle, oder? Ich glaube, das ist eine Feuerstelle. Warum gibt's sowas mit den Star Wars? Und vor allem, warum auf Taris? Wer macht hier bitte mitten im Sumpf ein Feuer? Aber egal. Ach, schon wieder weiterfahren, eh. Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Ah, nice. Komisch ist das Zelt hier diesen schweren Leiter aushält. Ich weiß nicht, wie schwer dieser Leiter hier ist. Ich war doch auch irgendwo in Datacron, ne? Genau hier drin war das. Hier drin war, glaube ich, ein Datacron, wenn ich das richtig im Kopf habe. Boah, Alter, habt ihr das gerade gesehen, wie der Gegner einfach gerade in mir gespawnt ist? Weil er erst so spät geladen wurde? Irgendwas stimmt hier gerade mit den Ladezeiten im Spiel überhaupt nicht. XP-Schub ist ausnahmsweise mal aktiv. Ich glaube, jetzt der dritte, den ich aktiv habe, ne? Ja, hier ist. Fuck, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich will nicht inbounded werden. Nicht schlecht, was? Oh fuck. Ich wollte euch nicht angreifen. Ich bin extra außen rumgefahren. Nicht schlecht, was? Warte, seht ihr jetzt, wie lange das laggt hier? Ja gut, die Verbindungslags liegen am Upload, aber diese eigentlichen Lags hier, keine Ahnung, wo die herkommen. Der Charakter bewegt sich nicht mal. Jetzt erst bewegt er sich eh krass. Oh fuck, 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 fuck. Muss ich das Viech besiegen? Nee, muss ich nicht, zum Glück. Ashara, halte ein. Das ist ein Befehl. Aber ich war dabei zu gewinnen. Du musst Zurückhaltung lernen. Varric ist dir eindeutig nicht gewachsen. Es gab keinen Grund, den Angriff weiterzuführen. Wir werden für den Krieg ausgebildet. Die Sith werden sich nicht ergeben. Wir müssen sie mit allem zurücktreiben, was wir haben. Das sind keine Sith. Es sind Padawane wie du. Du zeigst großes Potenzial, Ashara. Aber du musst deinen Eifer für das Licht durch Geduld abmildern. Ja, gute Frage, ob es jetzt hier Dings ist, ob es jetzt hier Live-Holo oder abgespielt ist. Dadurch, dass sie das ja hier nicht nur im Holo-Modus zeigen, sondern auch im richtigen Modus, kommt es etwas seltsam vor. Aber dann müsste man noch nicht von einem Datacron zum anderen oder Holocron oder Datenbank oder was weiß ich was. Weil Datenbank heißt ja eigentlich, dass es abgespeichert ist. So hab ich es zumindest mal gehört. Und warum hat er das jetzt gerade nicht angenommen? Ich bin für alles gewappnet! Ich hab diesen Gegner besiegt. Ich hab diesen Gegner besiegt. Ich hab diesen Gegner besiegt. Denn wir sind ziemlich stark. Hey! Alter, also was ist denn das jetzt hier? Ich hab mich doch gar nicht mehr bewegt. Oh, das hasse ich immer total. Wenn es laggt, dann wirst du bald dabei auch noch gestunt. Immer wieder. Das ist so ekelhaft.
Das ist auch ein anderer Spieler, ne? Das ist immer die Gegner, wenn er sie unbedingt haben will. Scheint dann gerade rausgerannt zu sein. So, das ist Datacron. Oder die Datenbank, besser gesagt. Varek, Eli und Cassius werden in der Angriffsgruppe sein. Der Rest von euch ist die Hilfstruppe. Irgendwelche Fragen? Positionen einnehmen. Meister Ryan, ich denke, dass ihr mich der falschen Gruppe zugeordnet habt. Du bist in der Hilfstruppe, Ashara. Du wirst das Angriffsteam unterstützen. Genau das meine ich. Ich sollte im Angriffsteam sein. Varek kann kaum sein Lichtschwert halten. Zu lernen, andere Jedi zu unterstützen, ist eine wichtige Fähigkeit. Varek fehlt deine Selbstsicherheit und benötigt deshalb dein Mitgefühl und deine Ermutigung. Aber Meister Ryan! Genug, Ashara. Du hast deine Anweisung erhalten. Begib dich zu den anderen, wenn du deine Prüfung fortsetzen möchtest. Ja gut. Handy. Ich habe die Datenbank gefunden. Unser Padawan hat ein kleines Problem mit Stolz. Sie ist kein besonders perfekter Kandidat für einen Jedi. Hervorragend! Meiner Erfahrung nach geht Stolz mit Unsicherheit Hand in Hand, mein Sith Lord. Ihr habt nach Brotkrumen gesucht und ein Festmahl gefunden. Wir müssen sie verunsichern. Wir müssen dafür sorgen, dass sie uns mag. Plant meinen nächsten Schritt, Ilios. Sie lässt sich rasch von schwierigen Situationen entmutigen. Ich denke, dass man in ihr Zweifel an ihrer Stellung unter den Jedi erwecken könnte. Ja. Es wäre nicht ganz einfach, aber wenn ich meine untertänigste Meinung äußern darf, das ist eine brillante Idee. Bringt sie dazu, sich bedroht zu fühlen, allein und verängstigt. Und dann bietet an, sie vor dieser rauen und grausamen Galaxis zu beschützen. Natürlich müsst ihr sie noch aus ihrem Versteck locken und die Bedrohung glaubhaft wirken lassen. Warum nicht einen Angriff vortauschen? Was meint ihr? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Gibt es einen Plan dafür? Nun, es ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber es könnte möglich sein, eine kunstvolle Täuschung zu inszenieren. Gerüchten zufolge soll Lord Anathemos von der Attentäterpyramide hier nach einem bestimmten Holocron suchen. Wenn ihr euch dieses Holocron aneignen könnt, lässt sich Lord Anathemos möglicherweise überzeugen, diesem Padawan eine Falle zu stellen. Und wenn sie hineintappt... Übernehme ich die Heldenrolle. Ich verstehe nicht ganz. Ich brauche sie lebend. Das würde ihr sicherlich Angst machen. Aber wie würde mir das ihre Loyalität sichern? Wenn die Zeit gekommen ist, schlage ich vor, dass sie erscheint, die Attentäter erledigt und sie eindrucksvoll rettet. Zuerst müsst ihr das Holocron finden und eure Abmachung mit Lord Anathemos treffen. Der verlassene Außenposten befindet sich in der Nähe. Ich werde die Position übertragen, aber seid vorsichtig. Es wimmelt dort von Rakgulen und anderen Scheußlichkeiten. Ah, mit Rakgulen kommen wir ja klar. Wer das Rakku-Event schafft, der wird dort das hier schaffen. Auch kriegen wir endlich ordentliche Handschuhe, die nicht so scheiße aussehen. Keine hässlichen weißen Flecken, bitte. Wo auch immer sie herkommen. Und so müssen wir jetzt hin. Oh, nach da oben eh. Krass. Kantina will ich nicht. Giftige Garnison. Welche Stufe ist eigentlich Taris? 32 bis 36. Ah, fast. 36 sind wir gerade. Ob es mit dem Level noch ein Problem wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Durch den Ruhrbonus jetzt hoffe ich mal nicht so stark. Und natürlich auch durch XP-Schübe, Gildenbonus, Rüstung, Vermächtnisbonus, was kommt da noch alles drauf? Da kommt ja einiges noch mit drauf. Normalerweise würde man ja viel langsamer im Spiel leveln.
Das ist ja immer gerade das Problem. Deswegen ärgere ich mich auch immer, dass das nie, wenn ich ein Let's Play mache, ein Doppel-XP-Woche ist. Nie, wenn ich aufnehme. Nie. Und dass der Ladebildschirm schon wieder ewig gedauert hat, kotzt mir jetzt schon wieder an. So. Woher ist der Ort, wo ich hin muss? Oh nein! 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 Ich gehe mal nach da oben hin. Das ist dichter. Nein! Reiseroute bestätigt. Wir müssen ins beschissenste Gebiet, was es gibt. Nein! Ich wollte richtig? Wer fährt denn jetzt hin? Ich würde doch woanders hin eigentlich. Oh, der fährt jetzt komplett hier außen rum oder was? Wo fährst du denn jetzt lang, Alter? Ich würde doch da oben lang. Kannst du da oben nicht lang fahren? Ja, gut, dass man das jetzt hier nicht laufen muss, weil sonst wäre ich jetzt hundertprozentig in die falsche Richtung gerannt. Weil ich dachte, ich kann da auch da oben lang. Die Karte hängt schon wieder, egal. Ich wünsche immer noch, dass man die Karte weiter verkleinern könnte. Tularan Sumpfland. So. Alter, wie oft das hier wieder hängt, ey. Aber wir müssen jetzt ins beschissenste Gebiet, was es im Spiel gibt. Nämlich... Guck mal hier, die sinkende Stadt. Auch wenn ich hier weder eine Stadt sehe, noch irgendwas, was sinkt, aber... Nicht sinkt, sondern sinkt mit K, nicht mit G. Sein Ort, an dem das Herz des alten Tares während des Bombardierens in die Welt darunter eingestürzt ist. So, weiter geht's. Irgendwo war da hinten noch ein Wissensobjekt, oder war das nur auf Webseite? Weiß ich nicht. Irgendwo war hier ein Wissensobjekt, das weiß ich ganz genau. Ich hoffe, dass es auf der Imp-Seite war. Aber wir wissen jetzt in einem Gebiet, was ich abgrundtief hasse. Nämlich dieses. Wo war das Wissensobjekt denn jetzt? War, glaube ich, irgendwo... Da! Hier ist es. Umwelt von Taris. Das ist das Wissensobjekt, was ich meine. Und das bringt uns auch auf Stufe 37. Na komm. Umwelt von Taris. Hier könnt ihr euch gerne mal durchlesen, falls euch das interessiert. Na komm. Komm. Alter, wie das hängt hier. Ich habe eh keine neuen Skills. Alter, was laggt denn das heute so in dem Spiel? Alter, was ist denn heute los? Ich muss auch kurz gucken, wie lange die Folge überhaupt schon ist. Joa, bei 17 Minuten. Ich habe nämlich meinen Timer vergessen anzumachen. Das heißt, wir hören jetzt einfach mal hier vor der Transportstation auf. Und nächste Folge geht's dann da rein. Wie weit müssen wir denn da überhaupt rein? Das ja erstmal nicht. Ah, doch. Oh, nee. Genau das. Ich hasse dieses Gebiet so hart. Stimmt. Mit Abstand schlimmstes Gebiet im ganzen Spiel. Fuck, fuck, fuck. Und ich würde mal sagen, hier beende ich dann jetzt erstmal die Folge. Nächste Folge geht es dann weiter. Hoffentlich mit ein bisschen weniger Lags. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, bis bald und ciao.